Mein Name ist Helmut Hable. Kunst beschäftigt mich schon seit meiner frühesten Kindheit. Ich bin 1940 in Innsbruck geboren und dort aufgewachsen. Das Studium bei einem renommierten Kunstprofessor, dem Professor Kühn, getrieben, wo ich regelmäßig Akt- und Porträt zeichnen konnte. Das hat mich begleitet während meiner ganzen Ausbildung hin zum Versicherungskaufmann. Da habe ich dann eine recht gute Karriere hingelegt, habe mich sehr schnell emporgearbeitet zum Prokuristen, zum Direktor. Und das hat mir ermöglicht, auch wieder in Sachen Kunst anzudocken, Kunst zu fördern, mich mit Künstlern bekannt zu machen. Mein Büro war gleichzeitig auch eine Anlaufstelle für junge Künstler, die Schwierigkeiten hatten für die Finanzierung von einem Katalog oder für eine Ausstellung. Das war für mich aber auch ein guter Ansatz, um nach meiner Pensionierung professionell in die Kunst einzusteigen. Ich hatte so viele Freunde und Beziehungen zur Kunstszene, dass das für mich eigentlich ein Klacks war. Ich hatte sofort tolle Ausstellungen in Wien, Niederösterreich, im Ausland, in Deutschland, in Belgien, in Italien, Slowenien, Kroatien und so weiter. Natürlich auch in fast allen Bundesländern. Es gibt natürlich in der Kunst immer so ganz besondere Actions, besondere Höhepunkte in der Entwicklung. Und einer dieser besonderen Höhepunkte war zweifellos für mich 2005 das Seminar bei Hermann Nitsch, einem wirklich großartigen Künstler, den ich einfach verstanden habe, der eines mir beigebracht hat, mich von den großen Vorbildern, die mich immer beschäftigt haben, sei es Picasso, sei es Paul Klee, sei es die großen bedeutenden Maler von Amerika und so weiter, mich von denen komplett zu befreien. Sein Credo war: alles vergessen, was du gelernt hast, was du erfahren hast. Es geht natürlich nicht, aber es hilft dir, dich loszulösen von diesen großen Vorbildern. Und das ist notwendig, um selber seinen Stil, seine Formsprache zu entwickeln. Ich bedanke mich in dieser Richtung sehr bei Nitsch, denn er war es, der dann auch gesagt hat: schaut in eure Herzen, schaut in eure Emotionen, sei es gute Emotionen oder auch schlechte, sei es Fröhlichkeit oder Hass,
sei es Verständnis und Unverständnis, spielt keine Rolle. Wichtig ist, das, was in deinen Herzen, in deinen Gefühlen, in deinen Empfindungen vorgeht, das gehört auf die Leinwand, das gehört aufs Papier, das gehört auf den Formträger. Und das, glaube ich, war ein springender Punkt, und von dort weg hat sich meine Kunst radikal in Richtung expressiver, abstrakt, informeller Kunst entwickelt, so wie wir sie auch jetzt hier in dieser Ausstellung sehen.